herzlich willkommen zu meinem Video Scratch 3.0 mit Pfeiltasten steuern, Kostüme wechseln, mit gedrückter Maustaste stoppen. Du wirst mit Hilfe dieses und auch der anderen Videos natürlich meine Scratch Tutorials rasch Schritt für Schritt mit Hilfe der kostenlosen Software, Webseite Scratch den Einstieg in das Programmieren finden. Mach am besten hier gleich mit. In der Videobeschreibung hier unten findest du eine Liste mit allen anderen Scratch Videos, die du am besten von Anfang an durcharbeitest, damit du rasch dich in Scratch zurechtfinden wirst. Ja, hier geht es um Pfeiltasten steuern, Kostüme wechseln. Das ist ein bisschen Weiterentwicklung des 6. Videos, das ich vorhin gemacht habe und hochgeladen habe. Wenn man das Video hier startet, also nicht Video, sondern das Programm hier startet, ich klicke einmal hier drauf und dann hier mit der Maustaste hineinklicke, dann macht er Miau, ja, und verschwindet. Und das sieht man hier dann schon, wenn ich hierher klicke, dann zeigt er sich. Und dann Spiele zeigen heißt dann im Prinzip, wenn ich hier auf Aussehen gehe, dass die Figur, die ich hier programmiere, die Katze, dann auch tatsächlich angezeigt wird. Das ist deshalb wichtig, weil nämlich ich sie, wenn ich das Programm vorher laufen lasse, zum Schluss nämlich auch dann sich verstecken lasse. Also zeige dich und wiederhole, bis die Maustaste angedrückt wird, passiert das, was in dieser Schleife hier drinnen ist. Das Schleifen sind, haben wir in einem vorgehenden Video schon besprochen. Das wird hier also so lange ausgeführt da drinnen, bis die Bedingung Maustaste gedrückt erfüllt wird. Die Bedingung Maustaste gedrückt, kann man dann dementsprechend dann hier zum Beispiel dann einfügen. Am Ende dann, wenn die Maustaste gedrückt wird, geht man da heraus aus dieser Schleife und dann spielt er diesen Miau-Klang ab. Dann versteckt er sich und sagt dann auf Wiedersehen für 2 Sekunden und danach wird das ganze Programm dann gestoppt mit Stoppe alles. Interessant ist dann hier dieser Bereich wahrscheinlich, wenn ich das jetzt hier nochmal starte, siehst du, wird wieder eingeblendet und dann kann ich hier nämlich Pfeiltasten verwenden. Falls, dann habe ich hier wieder so eine Verzweigung, die ich hier dann verwenden kann. Falls die gedrückt wird, die Pfeiltaste nämlich nach oben, dann bin ich wieder beim Taste. Da kann ich nämlich auch dann bestimmte Tasten dann hier auswählen, wäre in dem Fall Pfeil nach oben. Da macht er etwas und da gehe ich ja dann hinein und drücke jetzt die Pfeiltasten. Und du siehst, ich kann dann sehr gut dann hier diese Figur dann wechseln. Und diese Möglichkeit natürlich dann eine Figur dann je nach Pfeiltasten dann zu bewegen, kannst du natürlich für jedes Spiel dann sehr gut dann verwenden. Und wenn dir vielleicht auffällt, dann ist es auch so, dass er dann jeweils auch dann hier dieses Kostüm dann verändert. Und wenn du dich erinnern kannst, wenn man hier das einfügt, das habe ich in einem vorgehenden Video schon gesehen, kann man dementsprechend dann hier auch dann ein Kostüm einstellen und er wechselt dann von einem Kostüm, Kostüm 1, zum Kostüm 2. Du kannst auch selber dann ein Kostüm natürlich dann auch dementsprechend dann malen. Ja, und das war im Prinzip dann schon alles. Es ist sehr einfach mit Pfeiltasten hier diese Figur dann auch zu bewegen. Im nächsten Video geht es darum, Zufallspositionen einzunehmen, dass er irgendwo zufällig hinspringt, Klone erzeugen, Größenänderung, Berührung. Sieh dir das gleich im nächsten Video an. Danke für deine Aufmerksamkeit.